Der Anflug auf den Gateway-Flughafen von Sioux City ist unter normalen Umständen ein Vergnügen für jeden Piloten. Man überfliegt den Missouri vorbei am Südzipfel von South Dakota. Auf der rechten Seite liegt Nebraska und auf der linken die Felder Iowas. Wenn man sich dem Flughafen nähert, sieht man, dass auf den Feldern zwischen den Rollbahnen Sojabohnen und Mais angebaut werden. Und in einem dieser Maisfelder beginnt unsere Geschichte. Zentrale Woodbury, hier Rescue 1. Ich wiederhole, wir haben Alarmstufe 3. Wo bleiben die Hilfseinheiten? Und ein bisschen Bewegung, Red Dog Team. Da kommt der Boss. Ah, Chief Hamilton. Schön zu sehen, dass die städtische Feuerwehr auch endlich hier ist. Lassen Sie die blöden Bemerkungen, Jim. Wo wollen Sie uns hinhaben? Da, wo Sie sind, stehen Sie ganz gut. Bleiben Sie in Bereitschaft, bis ich Sie rufe. Bleibt, wo ihr seid. Okay, setzt die Gasmasken auf. Wir kochen auch schon ohne die Dinger, Chief. Ich weiß, dass es heiß ist, aber seit Gary Brown hier die Leitung hat, weiß man nie, was passiert. Also halte die Augen offen. Zwei Zählrohre hier rüber. Fahr doch mit dem Löschzug auf die andere Seite. Was ist mit den Verletzten? Sollt ihr Wasser schnell? Was dauert denn das so lange? Wassermarsch! Ja, stopp. Wo baut ihr auf? Da vorne, Danny. Hey, bauen Sie die Triage-Stelle da drüben auf. Wissen Sie, was Triage bedeutet? Yes, Sir. Erste Klassifizierung von Verletzungen. Opfer untersuchen und markieren. Vergessen Sie die Markierungen. Die gehen verloren. Die Schwerverletzten werden zuerst abtransportiert. Wer müssen Sie entscheiden? Und zwar schnell. Ich, Sir. Irgendwann muss jeder anfangen, BJ. Also los. Funkzentrale, hier Rescue 1. Mark, wo sind meine zusätzlichen Krankenwagen? Ich brauche sie jetzt. Rescue 1, wir haben einen Stau auf der Interstate 29. Einen was? Soll sich die Staatspolizei drum kümmern? Rescue 1, der Stau ist auf der Zufahrt. Die Verkehrsstreifen sind bereits benachrichtigt worden. Bleiben Sie auf Empfang. Ich glaub's nicht. Red Dog hier, Rescue 1. Wie sieht's mit dem angeforderten Schaum aus? Red Dog hier, Scary. Haben Sie auf den richtigen Kanal geschaltet? Bob! Was läuft hier eigentlich? City Fire hier, Rescue 1. Hört mich irgendjemand? Was Kotziger möchte gern. Sie hören gleich von mir. Haben Sie Geduld. Erst zum Absetzen. Sofort mit dem Luftzug die Verletzten da. Jeff, wir brauchen einen Kranwagen. Und einen Schweißbrenner hier rüber. Mag 1, wo fliegen Sie hin? Gary, wir können nicht so dicht an der Brandstelle landen. Wozu werden Einsatzpläne verfasst, wenn sie keiner zur Kenntnis nimmt? Hey, Gary. Hey, Jack. Müssen wir den ganzen Tag hier liegen? Übertragen das Spiel der Cubs im Fernsehen. Es tut mir wirklich leid. Ich find's toll, dass ihr heute aushelfen konntet. Du hast uns nicht gesagt, dass der rostige alte Bus brennen würde. Jack, du hast recht. Das habe ich vielen nicht gesagt, aber wenn das hier realistisch aussehen soll, muss ich schon für ein paar Überraschungen sorgen. Apropos realistisch. Die Wunde, die du da hast, sieht wirklich toll aus. Halt euch
Red Dog hier, Rescue 1. Werden Sie endlich mit mir auf Kanal 5 Verbindung aufnehmen? Jim! Rescue 1, hier Red Dog. Brauchen Sie mich noch? Rescue 1, wie weit sind wir jetzt in Ihrer Vorstellung? Rescue 1, hier ist Red Dog. Red Dog, ich höre. Sieht so aus, als hätten wir jetzt alles unter Kontrolle. Es wäre viel leichter gewesen, wenn Sie uns vorher über die kleine Explosion in Kenntnis gesetzt hätten. Das wäre zu leicht gewesen, Red Dog. Sie dürfen doch nicht einschlafen. Aber es sind auch Kinder hier draußen. Kommen Sie mir doch nicht damit. Sie wissen sehr gut, dass keine Gefahr bestand. Ganz wie Sie meinen, Rescue 1. So, das war's dann. Räumen wir auf und fahren zurück ins Depot. Sioux City Tower, hier Rescue 1. Rescue 1, hier Sioux City Tower. Wie lange können wir die Räuber noch haben? Rescue 1, einen Augenblick. Erner Schnellgard, wiederholen Sie. Sioux City Tower, Bertgeschwader an 4A7 bereitstehen für einen Übungsflug mit scharfer Munition nach Salina. Wird der Zirkus da draußen unseren Start verzögern? Kein Problem, die Katastrophenübung ist auf die abgesperrte Landebahn 22 beschränkt. Bertflug 1-1 hat Starterlaubnis für Landebahn 3-1. Roger, Bert 1-1 hat Starterlaubnis. Rescue 1, bleiben Sie in dem zugewiesenen Areal. Ich gebe Ihnen noch 3 weitere Stunden, Sir. Danke, die Zeit ist doch nötig, um die Verletzten zu bergen. Verstanden, Rescue 1. Er hat jetzt schon seine Zeit überschritten. Wenn die Verletzten nicht schneller wegbringen, sind sie tot. Es ist doch nur eine Übung. Ja, aber für den Ernstfall-Quiz. Wurde bei einer Katastrophenübung auf dem Gateway-Flughafen von Sioux City ein Flugzeugabsturz simuliert. Dutzende von Teenagern aus der ganzen Umgebung haben sich freiwillig gemeldet, um Opfer zu simulieren. Und einige von ihnen haben das wirklich überzeugend getan. Das ist richtig. Die Übung war das erste größere Unternehmen des Katastrophenkomitees des Kreises Woodbury, eines umstrittenen Zusammenschlusses von Zivilverteidigung, Rettungsdienst und Einrichtungen der medizinischen Versorgung. Im Anschluss hielt der Vorsitzende und Organisator Gary Brown seinen Kritikern entgegen. Nun, ich hoffe, wir haben bewiesen, was wir beweisen wollten. Wenn es zu einer Katastrophe kommt, kann man keine Einsatzpläne mehr lesen. Und deshalb brauchen wir ständig Übungen für alle denkbaren Notfälle, die im Raum Sioux City eintreten könnten. Man hat den Eindruck, als ob Gary Browns Katastrophenkomitee seine erste größere Bewährungsprobe glänzend bestanden hätte. Glänzend bestanden? Von wegen. Er hat mit dem Feuer gespielt da draußen, Bob. Ach, er hat doch nur einen alten Bus abgebrannt. Und die Explosion? Ach, Sie meinen den kleinen Knaller, den er gezündet hat, der hat euch aufgeweckt, hä? Die Reporter allerdings auch. Davon versteht er was. Das gehört doch zu seinem Job, Jim. Wenn Gary nicht wäre, gäbe es kein Bereitschaftsprogramm. Wir brauchen also noch mehr Bürokraten. Nein. Aber auf was wir wirklich verzichten können, sind diese ständigen Revierkämpfe. Sehen Sie, im Augenblick leben in dieser Stadt 85.000 Menschen. Sie haben nur den Flughafen, aber ich habe Überschwemmungen, Feuer, Tornados, dann die Giftstoffe, Nuklear. Es wird Zeit, neue Wege zu gehen. Hören Sie, Chief. Als Sie mir das Kommando über die Flughafenfeuerwehr anvertrauten, da haben Sie mit keiner Silbe erwähnt, dass ich von einem Großmaul von Yuppie Befehle entgegennehmen soll. Er versucht nur, ein Team auf die Beine zu stellen. Ach, Team, so ein Unsinn. Er möchte der Star sein. Fragen Sie, wen Sie wollen. Was soll's? Sie meinen Ihre alten Freunde? All die Angestellten in öffentlichen Diensten, die rumsitzen und auf ihre Pensionierung warten. So wie Sie, Bob. Nein, ich bin anders. Mhm. Doch, bin ich. Ich bin sogar so verrückt zu denken, dass eine Veränderung gut sein könnte. Deshalb sind Sie heute mein Vorgesetzter und nicht umgekehrt. Ach, Jim. Sie sind ein besserer Feuerwehrmann als ich, aber ein katastrophaler Manager. Sie haben eine Heckenschützenmentalität. Sie denken, Sie sitzen noch im Geschützturm eines Flugzeugs der Navy und sehen sich die Welt von rückwärts an. Blödsinn. Na, Gary, war's ein harter Tag im Büro. Das ist nicht komisch. Wenn das ein Ernstfall gewesen wäre, hätten wir eine Menge Tote. Wenn General MacArthur die Gruppe von seinem Vorhaben informiert hätte. Das Komitee wird am Freitag die Übung aufarbeiten. Mit schriftlichem Bericht. Sie werden doch kommen. Unsere Leute waren auf 7 Kanäle verteilt, aber keiner hat die Anweisungen von Rescue 1 gehört.
Es sind 4 Stunden vergangen, bis die Verletzten evakuiert waren. Wenn wir die Schwerverletzten nicht innerhalb einer Stunde zur Notaufnahme bringen, ist das Spiel vorbei. Jeff ist am Marion-Krankenhaus. Wollen Sie was dazu sagen? Ja. Yeah. Ich spreche auch im Namen von Dr. Walpert. Weder für das Marion noch für das St. Luke's Hospital war es ein wirklicher Test. Ich meine, wir waren darauf vorbereitet, 30 auf einmal aufzunehmen. Aber es wurde nie mehr als einer eingeliefert. Die meiste Zeit haben wir rumgestanden. Die Freiwilligen der National Guard haben ihre Zeit geopfert, aber konnten leider ohne Krankenwagen nichts tun. Habe ich recht, Chuck? Ja, zum Verrücktwerden. Die Kommunikation hat völlig versagt. Der Plan war gut. Aber ich glaube, jeder hat einfach getan, wonach ihm der Sinn gestanden hat. Ich kann Danny nur zustimmen. Gary, so leid es mir tut, dass Jim Hathaway nicht hier ist. Und ich weiß auch, dass er keinen Bericht angereicht hat. Aber es sind auch viele andere, die im Rettungswesen Schlüsselpositionen innehaben, die auch nicht hier sind. Und das ist unser eigentliches Problem. Also, wie wollen Sie das lösen? Ich denke drüber nach. Ich lass mir was einfallen. Bob, ich sage Ihnen, ich bin davon überzeugt, dass es klappen wird, aber Sie arbeiten seit Jahren mit ihm. Sie müssen mit ihm sprechen. Wenn er schon nicht auf Sie hört, wieso sollte er auf mich hören? Tun Sie mir den Gefallen und geben Sie sich einen Stoß, ja? Hören Sie, ich muss Schluss machen. Wenn ich heute mit meiner Frau nicht essen gehe, vergisst sie noch, wie ich heiße. Ja, wieder. Caroline, es ist noch Eis im Kühlschrank. Gehen wir, die Zeit für unseren Babysitter läuft. Gary, das ist sehr interessant. Was liest du? Dein Konzept, was die Air National Guard angeht. Kannst du damit was anfangen? Ja, es ist sehr gut. Die Nationalgarde braucht eine stärkere Feuerwehr, als die Stadt sich leisten kann und wäre daher bereit, die Flughafenfeuerwehr zu übernehmen und aufs Dreifache zu vergrößern. So sieht's in etwa aus. Wen hast du dir als Chef des Ganzen gedacht? Nun, das ist mehr eine politische Frage. Also komm, gehen wir. Du wolltest mich doch für dich allein haben. Das habe ich doch jetzt. Schön. Welche Sorte? Warum arrangierst du dich nicht mit Jim Hathaway? Du unterstützt ihn, was seinen Job angeht, und er besorgt dir die Unterstützung seiner Freunde. Du kannst wohl Gedanken lesen. Naja, ich habe den Eindruck, dass damit alle Probleme gelöst werden. Also schön. Mal angenommen, du hast recht. Was sage ich zu Jim Hathaway? Was du allen anderen auch sagst. Hey Jim, treffen wir ein Abkommen. Das geht nicht. Er hält mich für einen Politiker. Bist du das nicht? Nein, bin ich nicht. Gary, du hast dein Programm der ganzen Stadt verkauft. Du hast alle möglichen Leute auf deine Seite gezogen. Dann wirst du es doch noch einem Mann verkaufen können. Bei ihm ist das was anderes. Wieso? Ich käme mir wie ein Kriecher vor. Ich dachte, das würdest du unter der Kunst des Möglichen verstehen. Ich sagte, Diplomatie ist die Kunst des Möglichen. Na schön, dann versuch es so. Wo hast du so viel über Politik gelernt? Ich schlafe mit einem Politiker. Wie ich höre, sind Sie kein Freund von Papierkram. Da haben Sie richtig gehört. Wie kommt das? Tja, Sie wissen ja, wie es so schön heißt. Machen Sie hier einen Haken. Und bevor Bob Hamilton das Amt des Feuerwehrchefs übernommen hat, hat der Vorige mich angeschnauzt, weil ich ein Kreuz gemacht habe statt eines Hakens. Also habe ich gekündigt. Wollen Sie mich auch anschnauzen? Nein, ich will ganz offen mit Ihnen reden. Haben Sie meinen Vorschlag gelesen? Ja, ich habe ihn hier. Der richtige Mann auf dem Posten müsste seine Freude daran haben. Neues Gebäude, neue Ausrüstung, die auch funktioniert. Sehr viel mehr Personal. Ja, ist sicher eine Freude. Wollen Sie den Job? Wollen Sie mich bestechen? Das kann ich gar nicht. Die Entscheidung liegt letzten Endes bei der Air Guard. Aber ich würde alles tun, um Sie zu unterstützen, denn Sie sind der richtige Mann für den Job. Meine Güte. Sie können einem aber Honig ums Maul schmieren. Ich bin neugierig zu hören, was Sie als Gegenleistung erwarten. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie unser Katastrophenkomitee auch in der Öffentlichkeit unterstützen. Sie meinen, ob recht oder unrecht, ich soll Gary Brown unterstützen? Nein, ob recht oder unrecht, unterstützen Sie das Komitee. Tja, da verlangen Sie sehr viel von mir. Warum? Weil Sie aalglatt sind und ich Ihnen nicht traue. Ich glaube, Sie sind nur auf Ihren Vorteil bedacht. Glauben Sie das wirklich? Oder sind Sie nur wütend, weil Sie nicht so fähig sind wie ich? Inwiefern? Mit Leuten auskommen, die Sie nicht leiden können. Ich kann Sie nicht leiden. Und Sie mich auch nicht. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht zusammen ein fantastisches Team wären. Ich denke,
das mir nicht gefällt, wie Sie spielen. Ach, ich bitte Sie, die Sicherheit von Sioux City ist doch wohl kein Spiel. Sie sind der beste Flughafenfeuerwehrmann und deshalb will ich Sie in meinem Team. Arbeiten Sie nun mit mir oder nicht? Geben Sie her. Hey, Brown! Brown, warten Sie eine Sekunde. Ich habe nie gesagt, dass ich nicht versuchen könnte, Ihnen zu trauen. Wer spielt denn jetzt ein Spielchen? Es ist kein Spiel. Na, Abmachung, sonst nichts. Ich denke, Sie sind nur auf Ihren Vorteil bedacht. Beweisen Sie mir, dass ich mich irre. Sobald Sie anfangen, den großen Mann zu spielen, alle Schlagzeilen auf sich ziehen und vergessen, dass die Männer in den Einsatzfahrzeugen diejenigen sind, die Leben retten, steige ich wieder aus. Okay. Aber ich habe auch ein paar Forderungen. Ich möchte, dass Ihre alten Freunde mit im Komitee sitzen und dass Sie es ernst nehmen. Das lässt sich wohl arrangieren, okay. Und wenn ich einen schriftlichen Bericht will, dann meine ich das auch. Haben Sie einen Schreibblock dabei? Wer bin ich denn, Ihre Sekretärin? Wollen Sie meine Bedingungen hören? Als erstes sollte ich wohl hier draußen einen roten Anzug tragen. Einen roten Anzug? Hamilton trägt doch auch keinen roten Anzug. Hamilton hat ja auch keine Ahnung von Flughafenbränden. Wir haben das bei der Navy so gehandhabt. Sehen Sie, bei einem Flugzeugabsturz sind die Überlebenden oft verwirrt. Sie brauchen eine Bezugsperson, an die Sie sich wenden können, sonst irren Sie umher wie die Schafe. Na schön, roter Anzug. Und dann sollten wir ganz schnell die städtische Polizei auf Trab bringen. Die ist nicht imstande, mit anderen Dienststellen zusammenzuarbeiten. Tja, und dann gibt's da noch die Staatspolizei. Mein Gott, was schwelgt jeder in der Vorstellung? Der übliche tägliche Papierkram. Der Morgen ist zu schön, um sich mit sowas rumzuschlagen. Bett 3, bitte in der Zentrale melden. Hier ist Bett 3. Schönen Gruß von Colonel Swanstrom, Sir. Er wünscht, dass Sie heute die mobile Flugleitung übernehmen, weil auf dem Stützpunkt so viel los ist. Na ganz toll. Ich wollte heute früher Schluss machen, damit ich die Mädchen vom Fußball abholen kann. Keine Sorge, ich habe Linda angerufen. Sie hat gesagt, dass sie das macht. Danke, Sergeant. Sie sind wie immer ein Schatz. Ja, das war ein guter Wurf. Jetzt sind Sie dran mit Werfen, Chief. Na schön, dann werde ich mal, Danny. Von Sioux City über den Südzipfel von South Dakota bis zur Ostgrenze von Nebraska wünsche ich allen einen guten Morgen. Wir haben die Entwicklung des Katastrophenkomitees im Kreis Woodbury verfolgt. Im vergangenen Jahr haben Sie 4 verschiedene Übungen durchgeführt. Eine davon, die Zug-Tankwagen-Aktion, war besonders einfallsreich. Weil nämlich im letzten Augenblick Organisator Gary Brown entschied, der Lastwagen solle Atommüll transportieren. Was für ein Kerl. Im nächsten Monat wird Gary als Noah an einem bislang nicht bekannt gegebenen Ort am Ostufer des Missouri die Sintflut veranstalten. Also Leute, packt die Schlauchboote aus und lasst euch überraschen, ob Gary diesmal baden geht. Ach, verdammt, Elaine, wieso tun die das immer wieder? Ach, ich bitte dich, reg dich nicht auf. Heute ist ein großer Tag. Was für ein Tag? Dein erstes Frühstück zu Hause, seit du letztes Jahr einmal verschlafen hast. Ah, stimmt, das hatte ich vergessen. Ich kann aber nicht lange bleiben. Ich muss noch einen Lastwagen abholen. Ich werde dich hinfahren. Oh, und wie wollen wir die Kinder mitnehmen? Falls du es nicht bemerkt haben solltest, sie sind seit Montag bei Großmutter. Oh. Roger, wir gehen auf Tower. Schon erledigt, Bill. Weißt du schon von Els Auszeichnung? Von welcher? Er ist Helfer des Jahres der Jugendliga. Er wird die Endspiele pfeifen. Hey, nicht schlecht, Captain. Ist nichts Besonderes, Dudley. Trotzdem danke. Letzter Check vor dem Start. Sieht gut aus. Denver Tower, hier United 232 Heavy. Wir sind startbereit. 3-5 rechts. 232 Heavy, startfrei. Startbahn 3-5 rechts. Noch einen schönen Tag, Sir. Denver Tower, alles klar. Startfrei für Startbahn 3-5 rechts. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
Guten Tag, hier spricht Captain Earl Haynes. Ich begrüße Sie auf unserem Flug nach Chicago, wo wir in voraussichtlich 2 Stunden landen. Unsere Reiseflughöhe wird bei 12.000 Meter. Chicago ist es heute bei 27 Grad. Zentrale Minneapolis, hier 232 Heavy. Wir verlassen jetzt 320 und steigen auf Flugfläche 370. 232 Heavy, hier Zentrale Minneapolis. Roger, steigen auf 370. Flieg ordentlich ab. Wir haben einen Checkpiloten aus Denver hinten drin. Und der Kerl fliegt auch noch gratis. Das kann ja heiter werden. Jetzt müssen wir auch noch so tun, als wüssten wir, was wir machen. Tja. Oh, hi Marsha. Chief, was halten Sie davon, Ihre markanten Gesichtszüge morgen in der Zeitung wiederzusehen? Mädchen, scherzen Sie nicht. Also, ist das ein privater Besuch oder haben Sie ein Problem? Sehen Sie mal aus dem Fenster. Die Dame ist unsere Praktikantin für den Sommer. Sie heißt Chari Zina. Mein Chefredakteur hat ihr einen Auftrag gegeben. Ein ganz normaler Tag bei der Feuerwehr von Sioux City. Kann ich Sie hier lassen? Okay, Freunde, der Chief steht euch zur Verfügung. Oh, Mrs. Poole, wie kann ich Ihnen das danken? Naja, schreiben Sie einfach eine gute Story. Dann lasse ich Sie nächste Woche mit den Fallschirmspringern der Golden Knights mitten ins Rivercade Festival springen. Oh, das klingt ganz schön. Marsha, wen haben wir denn da? Chief Hamilton, das ist Cherry Zina, unsere Praktikantin, von der ich Ihnen erzählte. Und Gary Anderson kennen Sie ja schon. Ja, richtig. Für die Reportage kriegt er sicher den Pulitzerpreis. Das soll ich Ihnen heimpulen, ich schwör's. Amüsiert euch. Danke, Chief. Bis später. Ja, bis dann, Marsha. Nun, was würden Sie gern sehen wollen? Gibt es hier irgendwo diese Stangen, an denen die Männer runterrutschen? Also, die Frauen tun das auch. Oh, ja. Könnten wir das fotografieren? Ja, da drüben, auf Fläche 3 ist eine. Möchten Sie dran runterrutschen? Wäre ein tolles Foto. Bettflug 1-1, hier mobile Bettflugleitung. Sie haben Erlaubnis für einen Bombenflug zum Übungsplatz Salina. Seien Sie aber in 2 Stunden zum Tee zurück, Gentlemen, sonst fliegen Sie mit leeren Tanks. Roger, also bis 16 Uhr. Soll ich Sie mal mitnehmen? Sicher, wenn Sie wollen. Gut. Aber Sie müssen die Formulare noch ausfüllen. Doch nicht. Wissen Sie, ich habe eine Heidenangst vor diesem Schleudersitzen. Hallo, hier ist Batmobil. Geschätzte Rückkehr der Staffel 15.45. Roger, Batmobil. Rückkehr um 15.45 Uhr. Dan, wann nimmst du denn in 2 Wochen Urlaub? Vielleicht ab nächster Woche. Na schön. Hast du einen besonderen Grund? Nein. Ich hatte nur so ein komisches Gefühl, als ich aufgewacht bin. Das typische Nervenflattern eines Fluglotsen, ich weiß auch nicht. Also habe ich die Koffer wieder ausgepackt. Wahrscheinlich muss ich die Anzahlung fürs Hotel abschreiben. Ich kann dir nicht sagen, warum. Anflug auf Sioux City, Cessna 9107 Bravo. Bitte um Landeanweisungen. Kommen. Guten Morgen, Heidi. Hi, Gary. Haben Sie eine Reparatur belegt? Fragen Sie nicht. Der Mechaniker sollte eigentlich mich bezahlen, so oft wie ich da bin. Was Neues? Die Leute vom Kreisfestival haben angerufen. Sie wollen sich morgen um 3:30 mit Ihnen treffen, um die Notfallmaßnahmen zu besprechen. Meinen Sie, die werden dies Jahr von uns hören? Oh ja, ich denke schon. Diesmal fragten Sie ja auch nach Mr. Brown. Oh. Hier ist wieder Captain Haynes mit ein paar weiteren Informationen. Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht und überfliegen soeben die Stadt Alta in Iowa. Aller Voraussicht nach landen wir pünktlich in Chicago. Während des ganzen Fluges erwartet Sie fantastisches Wetter. Genießen Sie nun Ihr Mittagessen. Kommen Sie rein. Wir haben noch jede Menge hawaiianische Menüs. Wer will den Thunfisch Ai? Mahalo. Verdammt nochmal, was ist? Hydraulik bei 2 fallend. 2 ist ausgefahren, Schalter. Der Gashebel von 2 klemmt auf. Okay, auf Notabschaltung gehen. Andersschalter und Brandhahn auf aus. Okay. Okay, hat funktioniert. Das Höhenruder ist weich. Wir haben Druckverlust im Hydrauliksystem. Gehen wir auf Reservehydraulik. Geht in Ordnung. Systeme 2 und 3 verlieren auch Druck, Captain. Wir gehen mal nach hinten und versuchen festzustellen, was passiert ist. Ja. Dudley, nimm Verbindung mit der Technik auf. Vielleicht wissen die, was man beim Verlust von 3 Hydrauliksystemen machen soll. Mach ich. Es wird schon alles gut.
Gehen Sie nach hinten und sagen Sie den Passagieren, dass sie sich anstellen sollen. Ja, mache ich, Sir. United Technik, hier 232 Heavy. Triebwerk Nummer 2 ausgefallen. Alle Hydrauliksysteme verlieren Druck. Und wir können die Flughöhe nur mit dem asymmetrischen Schub kontrollieren. Wir haben sehr wenig Seiten- und Höhenruderwirkung. Jetzt funktionieren die Höhenruder auch nicht mehr. Ich verstärke den Schub auf Nummer 1. 232 Heavy, hier Technik. Wenn ich Sie recht verstehe, ist Triebwerk 2 ausgefallen. Was sonst noch, Sir? Dudley, such mal im Handbuch nach den Notverfahren beim Verlust aller drei Hydrauliksysteme. Nummer 2 muss explodiert sein. Aus dem rechten Höhenruder ist so ein Stück rausgerissen. Ja, und deshalb sind wir auch in einer Rechtskurve. Es müssen alle Hydraulikleitungen auf einmal unterbrochen sein. Wie ist das möglich? Na ja, die laufen alle da hinten zusammen. Übernimm du mal das Steuer. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber es ist das Einzige, was wir tun können. Bedien den Gashebel von Nummer 3. Ich kann euch beide zusammen bedienen. Dudley, was steht denn unten? Siehe Kapitel 1, Absatz 63. 232, hier Technik. Wenn ich Sie recht verstehe, haben Sie normalen Schub auf den Triebwerken 1 und 3. Technik, hier 232, da haben Sie recht. Wir brauchen Hilfe wegen Verlust aller, ich wiederhole, aller Hydrauliksysteme. Das haben Sie rausgefunden, Dudley. Es könnte nämlich sein, dass wir... Hauptsystem plus Reserve. Steht aber nicht drin, was ist, wenn alle drei ausfallen. Sowas gibt's nicht. Zentrale Minneapolis, United 232 Heavy. 232, sprechen Sie. Sir, wir haben ein Problem. Wir haben keine Hydraulikflüssigkeit. Das bedeutet, dass wir keine Höhenruderkontrolle haben. Fast keine. Und sehr wenig Querruderkontrolle. Wir versuchen nur noch mit den Gashebeln zu steuern. Ich bezweifle sehr, dass wir den Zielflughafen erreichen werden. Finden Sie vielleicht einen Platz in der Nähe, wo wir eventuell landen könnten? Wenn ich die Maschine nicht bald unter Kontrolle habe, werde ich sie runterbringen müssen, wo wir uns gerade befinden. 232 Roger, bleiben Sie auf Empfang. 232, hier Technik. Sie können es mit dem Flughandbuch versuchen. Kapitel 1, Absatz 63. Das habe ich auch schon festgestellt. 232 Heavy, hier Zentrale Minneapolis. Möchten Sie offiziell einen Notfall melden? Ja, Sir, das möchten wir. Es wäre sehr schön, wenn Sie uns helfen könnten. Sioux City Tower, Bandflug 1-1, geschätzte Ankunftszeit 3.46 Uhr Ortszeit. Bandführer verstanden, melden Sie sich, wenn Sie auf 2-0 Meilen ran sind. Wenig Verkehr am Flughafen. Sioux City Tower. Wiederholen Sie. 232 Heavy. Ich bestätige Heavy. Verstehe, eine DC-10 sendet auf 7700. Roger, bleiben Sie dran. Das war die Zentrale in Minneapolis. Mach dich bereit, einen Notfall zu übernehmen. Eine DC-10? Ja. Hecktriebwerk ist ausgefallen, kein Hydraulik. Die einzige Kontrolle, die er noch hat, sind die Gashebel rechts und links. Der arme Kerl kreist über Iowa und sucht einen Platz, wo er landen kann. Übernimmst du die Anflugkontrolle? Nein, du machst das sehr gut. Aber ich gehe nicht weg. Gehen Sie lieber an, es ist Mark von der Funkzentrale. Ja, Mark? Ich habe gerade einen Anruf vom Sioux City Tower. Schalten Sie sich ein. Mache ich. Wenn ich recht verstehe, ist Sioux City die erste Option nach Des Moines. Weiß der Pilot, dass die längste Landebahn von Sioux City nur 3000 Meter ist? Sioux City, der sucht nur überhaupt einen Flughafen. Roger, bleibe auf Empfang. Oh mein Gott! Rich! Rich! Fahr den Funkanhänger zum Flughafen raus. Ich glaube, da tut sich was. Heidi, diesmal ist das ernst. 232 Heavy, hier Zentrale Minneapolis. Können Sie Flugfläche 310 halten, Sir? Tut mir leid, Höhe ist überhaupt nicht zu halten. Fliegen rauf und runter. 232, verstanden. Der nächste Flughafen, der für Großflugzeuge geeignet ist, ist der von Des Moines. Das sind 85 Meilen. Schaffen Sie das, Sir? Nein, Sir. Wir können halbwegs geradeaus fliegen oder bestenfalls eine Flughöhe halten, verstehen Sie? Wir fliegen eine weitere Rechtskurve, sehen Sie? 232 Heavy, verstehe, Sir. Sioux City ist der nächste Flughafen, aber der ist sehr viel kleiner, Sir. Wir werden ihn nehmen. 232 Heavy, nehmen Sie Kontakt auf mit Flugkontrolle Sioux City auf 124,6 und viel Glück, Sir. Roger, 124,6. Danke für Ihre Hilfe. Ich komme nicht ans Funkgerät an. Ich mach schon. 124,6. Irgendwelche Tipps von der Wartung, Dudley? Ich schätze, wir wissen mehr als die. Lassen wir inzwischen mal Treibstoff ab. Hör zu, Jungs. Vielleicht finden wir überhaupt keine Rollbahn vor. Dann müssen wir das Ding einfach runterbringen und die Daumen drücken.
Herein. Jungs. Captain, ich bin Checkpilot für EDC 10. Mein Name ist Danny Fitch. Kann ich helfen? Herr Haynes, Gott bin ich froh, Sie zu sehen. Könnten Sie zunächst mal nach hinten gehen und einen Blick auf die Tragflächen werfen? Ja, Sir. Da ist sie. Sioux City, United 232 Heavy. United 232 Heavy, Anflugkontrolle Sioux City. Roger. Wir haben hier ein paar Probleme. Sind Sie darüber informiert worden? Roger 232, Radarkontakt, Entfernung 5, 9 Meilen. Ihr gegenwärtiger Kurs wird Sie etwa 8 Meilen nördlich des Flughafens vorbeiführen. Sir, können Sie eine leichte Linkskurve fliegen? Wir hoffen, im letzten Abschnitt des Anflugs ein paar leichte Linkskurven fliegen zu können. Aber im Augenblick können wir nur Rechtskurven fliegen, um den Kurs zu erreichen, den Sie uns nennen. Roger 232 Heavy. Rechtskurve Kurs 255. An alle Einheiten, hier ist Sioux City Tower. Wir haben Alarmstufe 2. Ich wiederhole, Alarmstufe 2. Schicken Sie sofort 2 Leute herauf. An alle Rettungseinheiten, hier ist Rescue 1. Wir haben Alarmstufe 2. 2403 Orkton, Flughafen Sioux Gateway. Alle Einheiten ausrücken. Steigt ein, Red Dog. Die Profis sind gefragt. Wir werden auf Rollbahn 31 in Stellung gehen, bis wir wissen, was auf uns zukommt. Das Beste sollen, wenn Sie auch mitkommen. Stehen Sie hier nicht rum, steigen Sie in meinen Wagen. 2403 Austin Avenue. Zu Gateway Flughafen, Alarmstufe 2. Sioux Gateway, hier ist Rescue 1. Habe ich richtig verstanden, eine DC-10? Ich bestätige Rescue 1. Wie viele sind es? 200 Menschen? Rescue 1, rechnen Sie eher mit 300 Passagieren und 80.000 Pound Kerosin. Rufen Sie mich zurück. Okay. Also, wir werden sehr viel mehr Schaum brauchen und mehr Fahrzeuge. Sagen Sie, dass wir vorbereitet sind. Medic 1. Chuck, sind Sie auf Empfang? 10-4 in Bereitschaft. Schafft es bis zum Flughafen? Postieren Sie die Hälfte Ihrer Leute nördlich des Flughafens, bis wir es genau wissen. Ich sorge inzwischen für Hilfseinheiten. Wir sind unterwegs. Es geht los. Fahren wir. Anflugkontrolle Sioux City. Bandstärke 20 Meilen entfernt. Geschätzte Landezeit in 5 Minuten. Bandführer Roger, wir haben zurzeit hier einen Notfall. Setzen Sie Anflug fort und bleiben Sie auf 5000. Melden Sie sich, wenn Sie über Flughafen sind. Okay, Zeitvergleich. Also schön, Sir. Ich weise darauf hin, dass wir noch Treibstoff für 20 Minuten haben und in Reichweite kein Ausweichflughafen ist. Radarkontakt, ich übernehme. Roger, verstanden. Badmobil. Können Sie mir Alternativen nennen? Negativ, Sioux City Tower. Unsere einzige Alternative wäre auszusteigen, aber dann hätten wir keine Kontrolle darüber, wo die 4 Maschinen runterfallen. Herein. Ich kann Ihnen sagen, was los ist. Die beiden inneren Querruder stehen nach oben. Es kommt daher, dass die Hydraulik ausgefallen ist. Übernehmen Sie hier die Gashebel für uns? Ja, Sir. Schalten Sie mich auf Cockpit-Lautsprecher. Cockpit-Lautsprecher. Weniger Schub auf 1, mehr auf 3. Auf 1, mehr auf 3. Wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Kontrolle über die Höhenruder, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Irgendwie verhalten sich die Leute da hinten. Seit du mit ihnen gesprochen hast, sind sie ganz ruhig. Das ist gut. Wir werden den Vogel wahrscheinlich notlanden müssen. Lässt sich kaum bewegen. Nach Sioux City, Iowa wollen sie uns führen. Ich krieg weder Entfernung noch Kurssignal vom Drehfunkfeuer Sioux. Muss abgeschaltet sein. Dann geh auf Nummer 1, frag die, wo zum Teufel wir sind. Dudley, ich brauche eine Checkliste für die Landung ohne Klappen. Anflugkontrolle Sioux City, United 232 Heavy. Wir drehen. Wo ist die Flughafen von uns sehen? Hier, jetzt 232, die Verbindung ist gestört. Wiederholen wo Sie. Ist wo der ist jetzt Flughafen? Der Flughafen von uns aus gesehen? Wir kreisen im Sinkflug. United 232 Heavy. Flughafen Sioux City ist etwa in 12:36, Sir. Danke, Sir. Wir versuchen, Kurs zu halten, haben aber nicht viel Glück dabei. Verstehe, 232. Können Sie uns sagen, wie es um Passagiere und Treibstoff bestellt ist? Kommt noch zu. Im Moment haben wir viel zu tun. Bei meiner letzten Prüfung im Simulator kam das nicht vor. Ich habe den Eindruck, dass es etwas besser geworden ist. Unten ist die Luft immer dicker.
Das hat Vor- und Nachteile. Ich sag euch was, ich lade euch auf ein Bier ein, wenn die Kiste unten ist. Ich trinke zwar nichts, aber darauf würde ich mit Sicherheit anstoßen. Hey, Vorsicht, etwas mehr rechts. Etwas mehr rechts. Vorsicht. Ich versuche nur die Höhe zu halten. Welche Höhe eigentlich? 232, Heavy, der Flughafen ist jetzt etwa 11 Uhr von Ihnen aus gesehen und 37 Meilen. Roger, wir versuchen Kurs zu halten. Sieht aber nicht sehr gut aus. Passagieranzahl folgt sofort. Hier, bitte. Okay, so. Wir haben Treibstoff abgelassen bis auf 37. Mit uns vier hier im Cockpit sind 296 Leute an Bord. 232, Heavy, verstanden. 292 Leute an Bord, plus 4 im Cockpit und 37.000 Pound Treibstoff. Roger. Sir, setzen Sie Anflug fort. Hier ist Sioux City Tower an alle Rettungseinheiten. Wir haben Alarmstufe 3. Ich wiederhole, Alarmstufe 3. Eine DC-10 im Notanflug. 296 Leute an Bord. 35 Meilen Nordost. Sioux City Tower, hier Rescue 1. Roger, Alarmstufe 3. Wir rufen jede Einheit im Drei-Staaten-Eck. Rescue 1, Roger. Hier bleiben noch 15 Minuten bis zum Einsatz. Achtung an alle Einheiten, hier ist das Drei-Staaten-Rettungsnetz. Sioux Gateway jetzt auf Alarmstufe 3. Komm, Dave, wir fahren. Don, übernimm du inzwischen. Ist doch die Meldung, Gary. Ja, danke. Vielen Dank, Doug. Ich wiederhole. Sioux Gateway, jetzt Alarmstufe 3. Es ist eine DC-10, 35 Meilen Nord. Ist vielleicht nicht imstande, auf der Rollbahn zu landen. Alle Einheiten ausrücken. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, keine Übung. Rescue 1, Mac 1 ist in der Luft. Roger. Habe Rettungshubschrauber aus Nebraska hierher beordert. Halten Sie mal danach Ausschau. Funkzentrale hier, Rescue 1. Die Staatspolizei ist unterwegs. Die Luftwaffe der Nationalgarde in Bereitschaft. Und ich bin auf dem Weg zum Gateway. Verstanden. Wir rufen alle Stellen in South Dakota und Nebraska, die uns unterstützen können. Also Leute, die 3-Uhr-Schicht hat Bereitschaft. Alle von der Frühschicht bleiben ebenfalls hier und werden Sie gegebenenfalls unterstützen. Sie können später zu Hause anrufen. Jetzt werden wir zunächst mal die Notfallvorbereitungen treffen, die Sie schon von den uns mehr als lästigen Übungen kennen. Machen Sie möglichst viele Infusionen fertig. Wir werden versuchen, jeden Arzt und jede Krankenschwester auf unserer Telefonliste zu erreichen. Viel Glück. Und möge Gott uns helfen. Tja, Doktor, wir sind ja schon mit 6 fertig geworden. Was sind da 296? Wir brauchen vor allem Wasser. Besorgen Sie uns jeden Tanklastwagen im Umkreis von 50 Meilen. Die Liste vom 30. Juni ist auf dem neuesten Stand und rufen Sie die Jungs in Salix an. Sonst sind die Fernsehwagen vor uns da. Fahren Sie, ich spring schnell raus, wenn wir da sind. Was bin ich, Ihr Fahrer? Die werden uns nicht durchlassen, also werde ich über den Zaun springen müssen, um überhaupt Fotos machen zu können. Hier ist die Freiwillige Feuerwehr in Worthy, South Dakota. Hören Sie, die Jungs sind unten im Baseballstadion. Ich schicke sie gleich zu Ihnen rüber. Red Dog, hier ist Wagen 19. Hier, Red Dog. Ich bin auf dem nordöstlichen Highway. Sind Sie auf Position? Ja, wir halten uns bereit auf Rollbahn 22. Verstanden. Wir stehen am Eingang bereit. Noch wissen wir nicht, wo sie reinkommt. Verstanden, Ende. Bad 3-1, für wie viele Minuten haben Sie noch Treibstoff? Wo sind Ihre Jets? Sekunde, ich klär's gerade. Bad Mobil, Treibstoff für 12 Minuten an Bord. Verstanden, danke. Wie geht's? Gut. Krankenwagen aus Nebraska, South Dakota und Iowa. 232, haben Sie auch nicht verstanden, dass Sie glauben, es bis Sioux City schaffen zu können? Sioux City, wir im Anflug auf... 232 Heavy, wiederholen Sie bitte, Sir. Also, wir haben Sie jetzt besser unter Kontrolle. Sioux City, wie lange ist Ihre Landebahn? United 232 Heavy, der Flughafen, die Landebahn ist 3000 Meter. Okay, vielen Dank. Wir bemühen uns, unser Fahrwerk manuell auszufahren, damit... ...mir eine Chance, den Lande umzubauen. Gut, das würde die Chancen erhöhen. Das bedeutet auch, dass er die Landebahn treffen muss. Er hatte nie eine andere Wahl. Mit einer DC-10 ist eine Bauchlandung schwierig. Hier 232. Okay, wir haben das Höhenruder jetzt ganz gut unter Kontrolle, mit Abweichung von 300-400 Fuß. United 232 Heavy, Roger, verstehe. Haben Sie genug Ruderwirkung, um Höhe zu halten?
Negativ, eine echte Kontrolle haben wir nicht. Es geht nur besser, das ist alles. 232 Heavy, es gibt einen kleinen Flughafen etwa in 12 Uhr, 7 Meilen Entfernung. Die Landebahn ist allerdings nur 1300 Meter lang. Sinnlos, wir versuchen, Sioux City zu erreichen. Rescue 1, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wo sollen wir in Stellung gehen? Schafft er es bis zu uns? Der Mann ist ein Profi. Jetzt sollte mal einer von euch... Muss eine Entscheidung treffen, sonst vermasseln wir noch die ganze Sache. Ich sage, er schafft es. An alle Einheiten, hier Rescue 1. Bringen Sie alles, was Sie haben, sofort zum Flughafen. Ich wiederhole, alle Einheiten sofort zum Sioux Gateway. Verstanden, wir kommen. Rescue 1, hier Funkzentrale Ida County. Wir schicken Ihnen 17 Krankenwagen und 12 Löschzüge rüber. Einheiten aus Fort Stein und Ida Grove kommen mit ihren Wassertransportern. Sioux City Tower, Bettstaffel ist über dem Flughafen, Höhe 5000. Treibstoff noch für 10 Minuten. Ich wiederhole, Treibstoff für 10 Minuten. Bleiben Sie auf Empfang, Bettführer. Willst du wirklich nicht übernehmen? Nein, du machst das sehr gut. United 232 Heavy. Sir, glauben Sie, dass Sie 10 Grad abdrehen und Kurs 240 halten können? Schön, wir versuchen's. Mehr Schub auf Nummer 3. Mehr Schub auf 3. Wenn Sie auf Kurs 240 gedreht haben, Sir, befindet sich der Flughafen um 12 Uhr und 28 Meilen. Okay. Wir werden unser Bestes geben. Roger. Wir werden die Rettungseinheiten verständigen. Verdammt, ich kann sie nicht halten. Bring mir noch eine Kurve. Hier, 232. Wir haben den Kurs verloren. Wir werden noch eine 360-Grad-Kurve fliegen müssen. Wir sind dann wieder in wenigen Minuten auf Kurs. Roger, lassen Sie sich nur Zeit, Sir. Batmobile, hier zu City Tower. Sie haben 3 Minuten, um Ihre Maschinen runterzubringen. Ja, verstanden. Batführer, können Sie die Landung beschleunigen auf Landebahn 3-1? Roger, Batzentrale. Batstaffel, dreht links. Dreht links. Weisen Sie sie an, bei Rollweg Lima abzubiegen und bis auf Weiteres kurz hinter Landebahn 3-1 stehen zu bleiben. Bettführer, hier zu City Tower. Biegen Sie bei Rollweg Lima ab und bleiben Sie bis auf Weiteres kurz in der Landebahn 3-1 stehen. Hören Sie bitte gut zu, hier ist der Captain. Ich will Sie nicht anlügen. Es ist offensichtlich, dass wir ziemliche Probleme haben, aber Sie sollen wissen, dass Ihre Crew die Sache verdammt gut machen wird. Wir werden in Sioux City landen. Es ist aber möglich, dass wir sehr hart aufsetzen. Daher möchte ich Sie bitten, alles zu tun, was die Flugbegleiter Ihnen sagen. Wir werden die Maschine nach der Landung wahrscheinlich sehr schnell verlassen müssen. Okay. Und das wird der Fall sein, wenn ich sage, festhalten, festhalten, festhalten. Also seien Sie vorbereitet und... Ich wünsche uns allen Glück. Wir steigen also über die Notrutschen aus? Wenn wir die Maschine auf der Landebahn halten können und sie zum Stand bringen. Und Sie meinen, dafür ist festhalten, festhalten? Nein, nein, das ist das Zeichen, um Sie auf den Aufprall vorzubereiten. Erst wenn wir unten sind, werde ich das Zeichen zur Evakuierung geben. Aber ich bezweifle, dass Sie dann noch einen von uns hier vorne auf den Beinen finden werden. Lassen Sie nur, es wird schon alles gut gehen. Viel Glück. Danke. Das wünsche ich Ihnen auch. Sioux City Tower, wir 232. Wir haben wieder Kurs auf den Flughafen. Ohne Hydraulik wird das Bremsen Probleme machen. Ich schlage vor, dass Sie Ihre Rettungsmannschaften ans Ende der Landebahn verlegen. 232 Heavy. Ja, machen wir es, Sir. Drehen Sie weiter bis etwa Kurs 220, Sir. Der Flughafen liegt dann direkt vor Ihnen. Roger Tower. Wir sollten uns lieber anschnallen. Übernimmst du mal, Bill? Ja. Dudley ruft die Technik.
und sag, dass wir abschalten. Technik, hier 232 Heavy, wir sind im Endanflug. Brechen Funkkontakt ab. Nehmen Sie meinen Sessel, ich nehme den hier drüben. Nummer 3, okay. Den ich übernehme. Medic 1, wir ändern gar nichts. Einsatzort bleibt weiterhin Sioux Gateway. Verstanden. Wir nehmen für alle Fälle die Nebenstraßen. Okay, sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie am Flughafen sind. Wir haben die Zusage für 300 Mann Luftwaffe und 60 Mann Nationalgarde, falls wir sie brauchen. Rick, dann bleiben Sie hier in der Kommandozentrale. Ich fahre aufs Flugfeld raus. Also, dann fahren wir mal zu Hathaway. Sie lieber hier, sonst sperren Sie die Bullen noch in den Knast. Wollen Sie wirklich über den Zaun klettern? Ja, ist die einzige Möglichkeit. Anderson, wer soll die Story schreiben? Naja, ich werde Cherry Zina grüßen, falls sie mir über den Weg läuft. Verdammt, Anderson! Das ist nicht fair, Gary! Das ist meine Story! Rescue 1, hier Wagen 19. Wir nähern uns der Kommandozentrale. Gary, haben Sie auch alle Rettungsfahrzeuge hier beordert? Ja, Bob. Sie sind aus allen drei Staaten hierher unterwegs. Also, was auch geschieden ist. Steigen Sie nicht aus dem Wagen aus. Ein bisschen tiefer. Fragen Sie bitte mal an, wie weit wir noch weg sind. Bill, lass mal das Fahrwerk raus. Fahrwerk fährt aus. So. Wo liegt der Flughafen für 232? United 232, der Flughafen liegt im Augenblick in 12 Uhr und 21 Meilen. Fahrwerk ausgefahren und verriegelt. Drei Grüne, okay. 232 Heavy. Sie werden leicht nach links müssen, Sir, damit Sie die Kurve in den Endanflug schaffen. Außerdem bringen Sie das von der Stadt weg. Was Sie auch tun, halten Sie uns her von der Stadt fern. 232 Heavy, können Sie den Kurs halten, Sir? Ja, momentan geht es. 232, Sie liegen im Augenblick 15 Meilen nordöstlich des Flughafens. Wenn Sie Kurs halten, noch 3 Meilen bis Endanflug. Okay, wir werden unser Bestes tun. Drückt mir die Daumen. Vielleicht schaffen wir es pünktlich bis zum Baseballspiel unten zu sein. Hallo Rescue, hier ist Medic 1. Ich sehe die Maschine jetzt. Bin auf der Straße nach Bronson. Der Anflug sieht gut aus. Roger. Achtung an alle Einheiten. Die Maschine ist 6 Meilen östlich im Sinkflug. Es sieht aus, als würden Sie es schaffen. United 232. Der Flughafen liegt für Sie im Augenblick in 1 Uhr 10 Meilen. Sir, falls Sie den Flughafen nicht erreichen können... Es gibt eine Autobahn, die östlich des Flughafens in Nord-Süd-Richtung verläuft. Sie ist 4 Spuren. Roger, Sue. Wir überfliegen Sie gerade. Wir versuchen es mit dem Flughafen. United 232 Heavy, Roger. Teilen Sie uns mit, wenn Landebahn 31 für Sie in Sicht ist. Da ist die Landebahn. Also, ich weiß nicht, wie davon ist sie. Weniger Schub auf 1. Ich sehe sie. Halten wir Kurs auf die Mittellinie. 500 Fuß sinken. Ja, jetzt sehe ich den Tower. Der Flughafen ist jetzt in Sicht. Und wir werden bald bei Ihnen sein. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gut, United 232 Heavy. Roger, Sir. Wind 010 mit 11. Sie sind frei zur Landung auf jeder Landebahn. Sie bestehen also unbedingt auf einer Landebahn. Er schafft es schon. Bitte wiederholen Sie noch mal den Wind, Sir. Wind 010 mit 11. Ei,
bisschen mehr links. Ein bisschen mehr links. Sie rutscht weg. Wo will er denn hin? Für die 3-1 kriegt er die Kurve nicht. Er kommt auf der 2-2 rein. Sir, die Landebahn ist gesperrt. Das ist die 2-2, Sir. Aber wenn es nicht anders geht, steuern Sie die an. Wir haben sie jetzt recht gut vor uns. Wie lang ist sie? United 232 Heavy in Ordnung, wird schon gehen. Sie ist 2200 Meter lang und die Fahrzeuge verschwinden gleich. Matt, gib an alle durch, die 2-2 räumen. Alle Fahrzeuge da weg, sofort. Hey, der kommt ja hinter uns rein. Bodenkontrolle an alle. Landebahn 2-2 räumen. Landebahn 2-2 räumen. Er kommt direkt auf uns zu. Weg, weg! Bell 3-1, Ihr Bettmobil. Bleiben Sie auf Position. Maschine kommt direkt auf Sie zu. Bereiten Sie sich darauf vor, den Schleudersitz zu betätigen. Alle ankommenden Einheiten zurückhalten. Wir räumen Landebahn 2-2. Ich ziehe die Störklappen, wenn wir aufsetzen. Dann bedienst du mit mir die Bremsen, Bill. Wir sind noch 250 Meilen pro Stunde. Das ist das schnellste Dreirad der Welt. Okay, Freunde. Festhalten, festhalten, festhalten. Es sieht gut aus, Sir. Und ich wollte Ihnen noch sagen, dass am Ende der Rollbahn ein freies Feld ist. Das Ausrollen wird also kein Problem werden. Hier, 232, Roger. Den Schub langsam verringern. Ein bisschen links. Ein bisschen mehr links. Langsam. Zu schnell. Keine zweite Chance. Und jetzt... Also los. Rescue 1 an alle Rettungseinheiten. Melden Sie sich bei der Kommandozentrale zwecks Aufgabenzuweisung. Beeilung, Jungs! Nehmt eure Positionen ein! Rescue 1, hier ist Red Dog. Ich übernehme das Kommando für die Löscharbeiten. Wir werden das Feuer bekämpfen, sobald wir ran können. Hier sind zu viele Trümmer. Die Gefahr, jemanden zu überrollen, ist zu groß.
Alle Red-Dog-Einheiten hierher! Steigt aus und folgt mir! Wir bringen die Leute von der Bahn! Einige von ihnen sind vielleicht noch am Leben! Rescue 1 für Funkzentrale. Wie sieht's bei Ihnen aus, Gary? Sie ist unten und brennt! Ist ein mächtiges Treibstofffeuer. Bob sagt, dass wir zwar genügend Schaum haben, aber kein Wasser. Wir brauchen jede Tankladung. Gibt's Überlebende? So wie es aussieht, nicht, Mark. Hier ist einer. Das muss ich nicht machen. Transportiert die Leute vorsichtiger. Vorsicht, da drüben. Hier ist einer. Hier. Okay. Vorsichtig hinlegen. Wir müssen unbedingt an den Brandherd ran. Beeilt euch! Es scheint die Hauptkabine zu sein. Hier! Beeilt euch! Kommt schon! Zentrale hier, Rescue 1. Sagen Sie Joe, dass er mit dem LKW aus der Werkstatt herkommt. Ich brauche jedes verfügbare Fahrzeug. Und zwar gleich! Vor Mittag! Ich habe den Eindruck, dass die Maschine in 3 oder 4 Teile zerschellt ist. Vielleicht auch mehr. Da sehe ich Red Dog. Er versucht mit seinem Löschzug an den brennenden Rumpf heranzukommen. Die Sitze sind über das ganze Rollfeld verstreut, mit den angegurteten Läufen stehen. Wir müssen sehen, ob sie noch leben. Hol die Tragen raus. Auf mich, da kommt Zucker. Richten wir erst die Triagestelle ein. Wir haben die Unterstützung von 50 Krankenwagen, aber wir werden sie nicht brauchen. Wir richten trotzdem die Triagestelle ein. Stark, mach inzwischen weiter. Rescue 1, sagen Sie mir, wo ich landen soll. Marion Helikopter 1, nicht an der Triagestelle landen, sondern auf der anderen Seite. Es gibt sicher Überlebende. Das hoffen wir alle. Fahren wir so nah wie möglich ans Feuer an. Noch näher ran. Red Dog 2 Feuer mit der Kanone gestern. Näher ran. Wo bleibt denn der Schaum? Näher ran. Und noch weiter. Noch ein bisschen näher. Red Dog 6. Kommen Sie hierher. Versorgen Sie 2 und 3 mit Wasser. Die Tanks werden schnell leer sein. Aufschlauch tiefer halten und jede Menge Schaum drauf. An alle Flugzeuge auf dieser Frequenz. Flughafen Sioux City ist jetzt geschlossen. Ich wiederhole, Flughafen geschlossen. Instandhaltung, wo befinden Sie sich zurzeit? Sioux City Tower, hier Sam Bockenauer. Sind unterwegs und überprüfen die Sendeanlagen auf Beschädigung. Ich kann Sie von hier aus nicht sehen. Ich sehe genauso wenig bei all dem Rauch. Ich befinde mich auf der Zufahrtsstraße hinter dem Maisfeld. Roger, wie sieht's daraus aus, Sam? Wie soll ich das sagen, wenn ich selbst nicht sehe? Zwei Mann mit der Trage hierher! Die Frau ist mal mehr ran. Ja, Moment. Aber jetzt. Ja, stopp. Der Junge hier ist am Leben. Hier, der Junge. Er lebt noch. Wird alles wieder gut. Wirklich nicht bewegen, das holt sie gleich jemand. Ja, jetzt. Hier ist auch noch einer. Kommt, Jungs, hier rüber. Ja, Sir. Na, kommt, beeilt euch. Einige von den Leuten sind noch am Leben. Wir bringen sie schon wieder auf die Beine, Sir. Was machst du denn hier? Was ist los, Bob? Chief, mein Tank ist leer. Besorg dir einen Schlauch aus dem Dreierzug. Leg ihn da hinten rum bis zum Sechser, ist das klar? Red Dog 6, Tankwagen vorfahren. Wir brauchen Wasser für den Schläuche. Nur die mitnehmen, die eine Überlebenschance haben. Hab ich eine Überlebenschance? Da hinter euch los, kommt jemand zu Ihnen. Hier rüber mit den beiden Schläuchen, hier rüber! Nehmen Sie meine Frau auch mit. Die Transportwege sind zu weit. Wir kommen Sie gleich abholen, Sir. Komm, kommt! Hierher! Beeilt euch! Beeilung! Zunächst mal die beiden und dann die Frau da drüben. Vorsicht! Vorsicht! Zwei! Und hoch! Pass mal mit an! Und ab! Als nächsten den hier. Ja, stopp. Der hier lebt auch noch. Könnt ihr mit dem Fahrzeug nicht näher ranfahren? Ich werde gleich abgeholt. Rescue 1, hier Mac 1. Ich kriege kritische Fälle zur Notaufnahme ins Marion Krankenhaus. Roger, kommen Sie schnell wieder zurück. Rück mal mehr ran. Mein Gott. Rescue 1, hier ist Red Dog 1. Es gibt Überlebende.
Es gibt Überlebende. Mein Gott, was freue ich mich, Sie zu sehen. Hören Sie, folgen Sie mir einfach. Wir gehen darüber. Alle, die nicht gehen können, setzen sich hin. Ich sorge dafür, dass Sie Hilfe bekommen. Da drüben werden Sie versorgt. Folgen Sie mir einfach. Na, da sind die Jungs schon. Gut. Hey, hey, ein paar von euch Jungs sollten das Maisfeld durchsuchen. Vielleicht sind da noch Überlebende drin. Das ganze Feld. Kommen Sie, machen Sie schon. Da, die Frau. Sie kann nicht mehr gehen. Okay, Freunde, haltet mal an. Hier anhalten. Es gibt auch Überlebende am anderen Ende des Maisfeldes. Ich geh mal rein, von hier ist kaum was zu erkennen. Hört mal zu, Leute! Oh, ihr müsst Gott. Ganz schnell aus diesem Feld hier raus! Ihr verirrt euch sonst hier drin! Kommt, Männer, führt die Leute raus! Na, macht schon! Ihr hört doch, was ich sage! Etwas schneller, verdammt nochmal, beeilt euch! Kommen Sie her! Folgen Sie mir! Was geht da hoch? In Deckung! Sauerstoffflaschen explodieren. Das ist so, als würden Granatsplitter umfliegen. Okay. An die Arbeit, Freunde. Fangt an. Chief, der große Tankzug ist ausgefallen. Kein Wasser mehr. Ach, wenn da noch Menschen drin sind, haben die ohne Wasser keine Chance. Okay, wir brauchen unbedingt Wasser. Ich besorg Wasser. Gut, tun Sie das. Schwere Verbrennungen in St. Luke's. Der hat noch Zeit. Alles klar, verstanden. Wie sieht's mit dem hier aus? Der hier geht ins Marriott. Der hier ist tot. Es wird alles gut. Gleich haben wir's. Halt die fest. Wir sind gleich da. Warten Sie. Ich nehme ihn zurück. Ich trage ihn rüber zur Triage. Ich danke Ihnen, Sir. Der kommt in St. Luke's, Abteilung für Verbrennungsopfer. Nein, Mann, hierher! Halten Sie ganz gut. Den hier mit Hubschrauber sieht kritisch aus. Geht in Ordnung, Sir. Sehen Sie sich mal dieses Kind an. Ist nicht kritisch, Colonel. Der geht in St. Luke's. Bringen Sie ihn zur Sammelstelle 2. Medic 1! Medic 1, hier ist die Triage. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ist schon unterwegs, BJ. Entschuldigen Sie, Sir. Ich bin Chef Peterson, Sir. Stellvertretender Bezirksleiter des Roten Kreuzes. Das soll wohl ein Witz sein. Nein, Sir. Tut mir leid, aber der Chef ist unterwegs. Ich habe gerade einen Erste-Hilfe-Kurs abgehalten. Können Sie kurz einen Blutdruck nehmen? Ja, Sir. Gut, hier ist eine Blutdruckmanschette. Helfen Sie BJ Johnson an der Triage-Stelle. Nehmen Sie das Fahrzeug da. Alles klar, Sir. Dann hauen Sie ab. Alles in Ordnung? Na, wird's denn gehen? Ja, ich denke schon. Gut. Irgendwer, hier ist Gary. Sie haben mich gerufen. Was brauchen Sie? Einen Krankenwagen? Ach, Unsinn. Ich brauche einen Bus. Ich habe etwa, tut das weh. 60 Leute hier. Und ich werde gleich weitersuchen. Verstanden. Bus kommt sofort. Was brauchen Sie verdammt noch? Verdammt nochmal, wo sind Sie gewesen? Wir sind so schnell, wir konnten hergefahren. Ach, verdammt. Aber nicht schnell genug. Tempo, schnell. Wir haben einen neuen Löschzug für euch. Na macht schon, Beeilung! Ganz vorsichtig, Jürgen. Bist du jetzt auf diesem Flug? Ja. Sie sind unverletzt? Ich glaube, ihr fehlt nichts. Schön, wie Sie meinen. Und Ihnen, Ihnen auch? Nein, mir fehlt nichts. Mir na, schön. Warten Sie, einen Augenblick. Jo! Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Mein Baby. Ich muss mich um mein Baby kümmern. Ma'am, Ihrem Baby fehlt nichts. Sie brauchen Hilfe. Ma'am, darf ich das Baby der netten Frau hier anvertrauen? Geben Sie sie mir. Ich nehme sie.
Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie brauchen keine Angst zu haben. Geben Sie es. Es wird alles wieder gut. Komm zu mir, mein Schätzchen. Es wird alles wieder gut. So. Komm, mein Kleines. Du bist ja ganz süß. Clint, hilfst du der Dame hier? Mache ich. Helfen Sie mir. Ich habe einen Herzanfall. Hilfe. Nein, Sie haben keinen Herzanfall. Es sei denn, Sie steigern sich selbst rein. Ein paar Rippen sind gebrochen. Ein Herzanfall? Hören Sie gut zu. Sie sind nicht blass, Ihr Puls ist völlig in Ordnung, nur ein paar Rippen sind gebrochen. Nein. Ein Herzanfall ist was anderes, nicht mit einer gebrochenen Rippe zu vergleichen. Kommen Sie, stehen Sie auf. Das sind wirklich nur gebrochene Rippen? Allerdings. Sehen Sie da vorne die Rollbahn? Da gehen Sie jetzt hin. Okay. Gehen Sie. Okay, ich danke Ihnen, Sergeant. Ja, woher wissen Sie, dass ich Sergeant bin? Ma'am, kommen Sie hierher. Leicht verletzt. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen und ich... Oh, verdammt, Wagen 9, hier ist Wagen 19. Wagen 19, ich habe hier einen Überlebenden. Könnte mir mal jemand helfen? Ich habe einen Überlebenden, hier ist Wagen 19. Alles wird gut. Vielleicht kommt jemand und hilft dir, ja? Kommt, Leute, ich schaffe das nicht allein! Papi, ab mich rüber zum Leiter 2! Moment, ich kann jetzt nicht. So, da bin ich. Hey, Junge, du... Ja, stopp. Hey, ich brauche einen Sanitäter. Sanitäter! Also, ich werde deinen Arm ein bisschen anders hinlegen müssen, damit wir dich transportieren können, ja? Es wird etwas wehtun, aber wird alles wieder gut. Alles wieder gut. Der Junge hat einen gebrochenen Arm, glaube ich. Okay, mein Freund, wir kümmern uns um dich. Du kommst wieder auf die Füße. Danke, Mist, das haben Sie gut gemacht. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Wir brauchen Sie drüben bei der Triage-Stelle. Roger, komme sofort. Fahr mich rüber! Was war das? Hast du das gehört? Wechseln Sie den Reifen und fahren Sie wieder zurück. BJ braucht Sie. Sir, ich glaube, da ist noch jemand drin. Was denn in dem Schrotthaufen? Colonel, das könnte das Cockpit sein. Sie sind ja noch am Leben. Vorsichtig vorgehen. Ja, so ist gut. Ja, genau dort ansetzen. Fang an. Jack, halten Sie alle zurück, bis wir dicht genug dran sind. Geht schon auf. Vorsicht, damit das Ding nicht auseinanderfällt. Wie läuft's bei euch? Ja, wir kommen gut voran. Das freut mich. Jack, der Bob, ganz vorsichtig, alle anderen treten zurück. Kommen Sie, der Asphalt hat ein Stückchen. Ich kann Sie sehen. Rückt euch auf. Ich sehe Sie. Ich sehe vier Mann. Na, jetzt. Hier rüber. Ja, stopp. Jetzt fest. Jetzt müssen wir es zusammenlegen. Komm mal. Ein Stückchen. Rück mal mehr ran. Ja, jetzt. Hier rüber. Ja, stopp. Wie sieht's bei euch aus, Jungs? Können wir das Ding anheben? Ja, jetzt mal drücken. Okay. Alle Mann anfassen und vorreden. Komm hoch an den Weg hier dahin. Passt auf. Hin mit Arm hoch. Weiter, vorsichtig, nicht so ängstlich. Ja, noch ein bisschen. Ja, das reicht vielleicht schon. Ja, ich denke dran. Chuck, die sind da drin völlig verdreht und verschlungen. Pass bloß auf, dass das Ding jetzt nicht runterknallt. Seid vorsichtig mit den Greifarmen. Am besten von hier. Sachte! Schieb noch ein Stück nach. Ja, gut so. Jetzt denn. Ja, das müsste reichen. Leg die Gurte zur Seite. Vielleicht kannst du seine rechte Schulter fassen. Na, dann wollen wir mal. Schön vorsichtig, ganz langsam. Gut so, Sir. Langsam. Ja, sehr gut. Weiter, Jungs. Sie machen das sehr gut so, Sir. Ruhig durchatmen. Ganz ruhig und gleichmäßig. Ganz ruhig weiteratmen. Ruhig. Vertrage! So ist es richtig. Gut so. Ja, so geht's. So geht's sehr gut. Und eins, zwei, drei. Und nochmal, Sir. Eins, zwei, drei. Dreht dich zusammen, Kind. Eins, zwei, drei und drehen. Ruhig durchatmen, Sir. Keine Hecke. Captain, wir bringen Sie wieder auf die Beine. Meine Crew. Hilf den Männern. Keine Angst, Sir. Wir werden Sie alle rausholen. Ich sagte,
Atmet ganz wenig, dann kommt uns auch jemand raus. Zum Glück hat's geklappt. Wir müssen ihn den Krachen anlegen. Ganz ruhig, ja. Vorsichtig. Und festmachen. Gut. Gut so. Wir brauchen noch weitere Tragen. Wir müssen noch drei Männer rausholen. Kinderstation. Habe ich schon notiert, okay. Da hat jemand beim Diagnostizieren draußen gute Arbeit geleistet und nicht nur da. Notaufnahme 2. Dr. Felsen, bitte zur Notaufnahme. Dr. Felsen, bitte. Dr. Kino, Dr. Schneider, bitte sofort zur Notaufnahme 3. Dr. Kino, Dr. Schneider, bitte. Dr. Foster, kommen Sie schnell mal hierher. Schwester, sorgen Sie dafür, dass der Weg hier frei bleibt. Dr. Collins, bitte zur Kinderstation. Ein paar Abschürfungen, ist aber nichts Ernstes. Geht's meinem Bruder gut, Doktor? Wie heißt dein Bruder, Junge? Ich weiß es nicht mehr. Und wenn schon, wir finden's raus, Schätze. Doktor, Dr. Foster. Er hat Verbrennungen. Da können wir nicht viel machen. Tun Sie, was Sie können, Doktor. Wir mussten schon seine Frau zurücklassen. Dr. Foster, hierher bitte. Noch ein Verbrennungsopfer für Raum 2. Erhebliche Abschürfungen dritten Grades. Sieht aus, als wäre über die Rollbahn geschleift worden. Das ist passiert, als ich aus dem Flugzeug gesprungen bin. Doch. Lass sie nicht zu lange warten. Ich bin schon unterwegs. Ausgesprungen bist du? Komm. Ja, Sir. Kurz bevor wir gelandet sind. Wir brauchen den Platz hier. Räumt das. Wie heißt du, mein Junge? Tony Feeney. Tja, mein Junge. Das ist sehr mutig von dir gewesen. Susan, was ist denn? Sie glauben mir auch nicht. Zuerst wollen wir dich mal verarzten. Und dann möchte ich, dass du mir alles ganz genau erzählst. Nein, Ma'am. Informationen über Überlebende bekommen Sie nur von der Fluggesellschaft. Funkzentrale. Für welche Sender Sie arbeiten, ist mir vollkommen egal. Sie blockieren meine Leitung, Sir. Funkzentrale? Ja, Sir. Die Blutbank ist geöffnet und kann Ihre Spende gebrauchen. Ladies and Gentlemen, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind. Bitte haben Sie Geduld, Sie kommen alle dran. Wir brauchen Sie alle. Also nochmals, vielen Dank. Wir bringen Sie wieder zum Haupttor, Jeff. Danke, dass Sie gekommen sind. Hab gern geholfen. Funkzentrale hier, Medic 1. Setzen Sie alle Krankenwagen davon in Kenntnis, dass die Evakuierung abgeschlossen ist und Sie wieder nach Hause fahren können. Und danken Sie Ihnen von uns allen. Verstanden, Chuck, mache ich. Habe ich Sie recht verstanden, Red Dog, dass Sie die Lage unter Kontrolle haben? Es wird zwar noch die ganze Nacht weiterschwelen, aber wir haben alles im Griff. Roger, bleiben Sie auf Empfang. Möchte vielleicht jemand wissen, wie spät es ist? Es ist jetzt 16.48 Uhr. Das heißt, dass wir 189 Menschen in 46 Minuten untersucht und abtransportiert haben. Gute Arbeit, wirklich. Klar, besser als 4 Stunden. Bleibt es bei Hangar 15 für die Toten? Oder hat sich da auch was geändert? Nein, nein, genau wie geplant. Ich rufe Red Dog. Bitte die Leichen nicht abtransportieren, bis alle registriert und fotografiert worden sind. Heißt das, dass wir die ganze Nacht hier draußen bleiben müssen? Tut mir leid. Mir gefällt es auch nicht, Chief. Ist aber eine Anordnung der Untersuchungsbehörde. Wir werden Scheinwerfer aufstellen und das Areal bewachen lassen.
Verdammt nochmal, sollte nicht jemand herkommen und ein Gebet sprechen oder sowas. Es sind schon Geistliche auf dem Flugfeld. Jim, hier ist Danny. Wir stellen die ganze Nacht eine Ehrenwache auf. Das ist alles, was wir tun können. Ja, gut, verstanden. Das ist die Liste von der Röntgenabteilung. Bitte wenden Sie sich in der Angelegenheit an die Fluglinie. Dr. McCrampe, bitte zur Notaufnahme 3. Dr. So, die vier der Cockpit-Crew wurden bereits aufgenommen. Dazu die überlebenden Flugbegleiter. Die Presse wird über Sie herfallen. Nun, wir haben Sie sehr gut abgeschirmt. Wo finde ich Captain Haynes? Im hinteren Eckzimmer, zweiter Stock. Nein, da liegt doch Bill Records, der Co-Pilot. Sehen Sie? Ach, und wir dachten, er wäre der Captain. Ja, und wo ist dann Haynes? Hey, Doc. Captain Haynes? Guten Abend, Captain. Wir werden gleich für ein Zimmer sorgen. Wie hat das passieren können? Doktor, es tut mir leid, aber er ist so bescheiden gewesen. Wir wussten nicht, dass Sie der Captain sind. Schön, und was machen Sie jetzt? Kein Problem. Ich habe noch ein Eckzimmer frei. Kümmern Sie sich drum. Dr. Gorman, bitte in den OP-2. Ich komme gleich. Zu all dem, was Sie von diesem schrecklichen Tag gesehen haben, gehört nachher ein Bild. Dieses Bild ist schon jetzt zum Symbol geworden für das, was in die Geschichte unserer Region eingehen wird. Der verletzte Junge wurde ins St. Luke's Krankenhaus eingeliefert. Vor kurzem traf auch der Gouverneur von Iowa, Terry Branstad, am South Gateway Flughafen ein. Wir schalten dorthin um. Ich bin sehr stolz darauf, wie durch unser gemeinsames Vorgehen in Sioux City so viele Leben gerettet werden konnten. Und ich bin sehr stolz darauf, wie Gary Brown, der Leiter des Katastrophenschutzes für den Kreis Woodbury, die Aktion koordiniert hat. Es war ein großer Einsatz. Ein Einsatz, Gary, Sie sind in den überregionalen Fernsehnachrichten. Geführt hat. Ich beabsichtige heute Morgen beide Krankenhäuser zu besuchen. Das Marion Health Center und das St. Luke's. Reden Sie mit mir, Chief. Sie, es war nur ein paar Minuten. Ich weiß nicht, wie viel Leben mich dieser verdammte Löschzug gekostet hat. Es waren nur ein paar Minuten. Ich werde Ihnen mal was sagen. Sie haben heute alle Leben gerettet, die Sie retten konnten. Die anderen waren verloren. Einfach verloren, Jim. Es reicht mir aber nicht. Wissen Sie, ich wünschte auch, wir hätten alle retten können. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Warum reicht das dann nicht? Nein, jetzt hören Sie mal zu. Sorgen Sie dafür, dass Presse und Fernsehen draußen bleiben. Und sagen Sie ihnen, Sie dürfen zu gegebener Zeit rein und keinen Augenblick früher.
Wir haben hier noch jede Menge zu tun. Einige von denen werden versuchen, über den Zaun zu klettern. Sie werden sich darum kümmern, klar? Liebes, tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Nein, 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 ich freue mich, dich zu hören. Kommst du jetzt heim? Nein, nein, ich kann noch nicht. Hier ist noch zu viel zu tun. Wie geht's den Kindern, gut? Ich hole sie heute Nachmittag ab. Sie wollten wissen, ob es ihrem Daddy gut geht. Geht es dir gut? Ich werde so schnell es geht kommen. Ich liebe dich, Gary. Heidi, ich bin's. Hören Sie, ich weiß, dass Sie überhaupt nicht geschlafen haben, aber die Briefe müssen unbedingt heute noch raus. Genau. Nein, es sind mehr als 50. Ich möchte, dass jede Einrichtung, die uns unterstützt hat, einen Brief erhält. Und Sie müssen das Treffen mit den Leuten von United organisieren. Die fliegen heute von überall ein. So ist es, ja. Was nochmal? 186 wurden ins Krankenhaus eingeliefert, 110 in die Leichenhalle, 9 wurden nicht identifiziert, genau. Ja, es ist wirklich ein Wunder. Ich habe wohl noch nicht den richtigen Abstand, um das zu erkennen. Kommen Sie, setzen Sie sich hin. Oh, danke, Chuck. Ich habe noch keine Zeit, um mich zu setzen. Dann werden Sie sie sich nehmen. Ich sage Ihnen das als Ihr Arzt. Kommen Sie. Mr. White, bitte bei der Technik melden. Sie werden ihn bald spüren. Wen denn? Den Stress. Sie wissen genauso wie ich, wie man sowas nennt. Posttraumatischer Stress. Den werden wir alle noch durchstehen müssen. Bevor das hier alles vorbei ist, wird jeder von uns eine kleine Therapie brauchen. Oder auch ganz einfach Gespräche mit Menschen, die ihr liebt. Wollen Sie sagen, ich werde ausflippen? Nein. Aber ich will auch nicht, dass Sie an weiteren Besprechungen teilnehmen. Sie werden keine Dankschreiben um 5 Uhr morgens abfassen. Gehen Sie heim und schlafen sich 12 Stunden lang aus. Doch, Sie werden es tun. Ich habe Ihnen gerade was in den Kaffee getan. Das kann ich nicht glauben. Nein, aber wenn Sie es nicht tun, schlage ich Sie K.O. damit. Na schön, na schön. Wo haben Sie Ihren Umgang mit Patienten gelernt? College? Nein, ich hatte Englisch im Hauptfach. Meinen Doktor habe ich in Vietnam gemacht. Wie geht's Ihnen, Chief? Ja, ist gut. Sie hatten in vielem Recht, Jim. Sie hatten auch Recht, was Ihren roten Anzug betrifft. Sie hatten Recht, Gary. Hier draußen wurde ein Team gebraucht. Und das haben wir auch Gott sei Dank gehabt. Vielleicht schläft er gerade. Ja, er schläft. Fantastisch. Er sieht ja schon viel besser aus als vergangene Woche. Mhm. Oh, und das größte Wunder war, dass in derselben Nacht noch sein älterer Bruder eingeliefert worden ist. Hi, Brandon. Wie geht's, mein Junge? Ganz gut. Aber ich muss das Zimmer mit meinem Bruder teilen. Weißt du, bei der Air Force müssen wir das Zimmer manchmal mit 50 Brüdern teilen. Naja, mein Dad ist hier. Er sagt, zu Hause brauche ich das nicht. Ich freue mich, dass dein Dad hier ist, Brandon. Colonel? Kommen Sie mal. Spencer? Vielleicht erinnerst du dich noch an den Colonel. Sieh doch mal. Er ist der, der hier mit dir zusammen auf dem Bild ist. Sicher. Hallo, Kleiner. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich Ihnen auch noch ein Geheimnis sagen? Natürlich. Kommen Sie näher ran. Meine Mami ist in den Flugzeug gestorben und sie fehlt mir ganz doll.
Ah, Colonel Nielsen, könnten wir eine Stellungnahme haben? Ich habe eine Pressekonferenz mit dem Piloten der Maschine. Hat man die Verwaltung? Die Hörer haben ein Recht darauf, dass wir antworten. Wenn man einen kleinen Jungen gerettet hat, was ist das für ein Gefühl? Gott hat den Jungen gerettet, Sir. Ich habe ihn nur getragen. Er sagt, er habe bei zwei Geschäftsleuten gesessen, die hätten den Notausgang geöffnet, noch vor dem Aufprall, und wären gesprungen und er hinterher. Beide sind tot, er lebt. Glauben Sie das? Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Die Feuerwehrleute haben gesehen, dass die Tür aufging und was rausflog. Außerdem glaubt der Mann daran und darauf kommt's an. Tony? Tony, ich möchte dir Colonel Rick Kelvor vorstellen. Er ist der Kommandeur der Fallschirmspringertruppe der US Army. Der Golden Knights. Ehrlich, Sir, ich habe sie schon im Fernsehen springen sehen. Tony Feeney. Im Namen von uns allen, die wir aus Flugzeugen springen, möchte ich dich hiermit zum Ehrenmitglied der Golden Knights ernennen für den ungewöhnlichsten freien Fall, von dem ich je gehört habe. Willkommen. Willkommen, Sir. Das Bild des Tages. Schatz. Ja? Sir, mein Name ist Chris Porter. Ich habe... Nicht nötig. Die Stimme vergesse ich nie. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Kennen Sie meine Frau schon? Ja. Ich werde euch beide einen Augenblick allein lassen. Danke, Ma'am. Tja, Sir, Sie sehen richtig gut aus. Ja, der Zustand ist mit Sicherheit besser, als tot zu sein. Ich habe gelesen, dass am Simulator in Denver Ihre Flugbedingungen simuliert wurden. Hm. Es soll eine Menge erfahrener Piloten versucht haben, die Maschine zu landen. Keiner ist näher als 10 Meilen an den Flughafen rangekommen. Tja, wissen Sie, die hatten Sie nicht, um Sie runterzuholen. Ich hatte viel Hilfe. Sie können sich nicht vorstellen, was Ihre ruhige Stimme uns da oben bedeutet hat. Vermutlich, Captain, hätte ich meine Sache noch besser machen können. Da sind Sie nicht der Einzige. Hören Sie, Chris, ich bin Gott dankbar, dass er mich von allen Orten Amerikas hier hat landen lassen. Und ich gedenke, das auch allen Männern, Frauen und Kindern dieser Stadt zu sagen, selbst wenn ich mich 100 Mal wiederhole. Schatz, wir müssen los. Es ist ein kleiner Fall. Hier sollten wir gehen. Es sind auch böse Enten verborgen. Böse. Ah, da ist Gary nicht dabei. Komm schon. Wo ist die Presse? Ach, weißt du, wir wollten das Ganze etwas privater gestalten. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. City Tower, Charter 412. 412, Sioux City Tower, sprechen Sie. 412, wir sind abflugbereit. 412, Wind 310 mit 5. Sie haben Starterlaubnis. Ich wünsche einen guten Flug, Sir.
Die Besatzung des Flugzeugs und die Rettungsmannschaften wurden 1989 in einer Zeremonie im Weißen Haus geehrt. Sioux City im amerikanischen Bundesstaat Iowa erhielt 1990 eine Auszeichnung für sein vorbildliches Katastrophenschutzprogramm. Dieser Film ist denen gewidmet, die gestorben sind, denen, die überlebt haben und denen, die zu Hilfe kamen.